Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Ingo Thüringen. Wir quälen uns immer noch im Feld Nummer 28 mit der Aussaat von Mais. Quatsch, Sonnenblumen? Sonnenblumen? Kein Mais. Das dauert noch ein bisschen. Wir haben jetzt Stroh gekauft, Heu. Heu war noch da. Das heißt, was werden wir jetzt zum Hof fahren? Dass wir den Kühen gleich mal Stroh geben können. Denn ich wüsste aktuell gar nicht, wo die Gülle ist. Ist mir nicht aufgefallen. Oder ist sie noch vielleicht, was ich nicht glaube, in der BGH drin. Das wäre super. Gleich in die BGH rein und dann kann man nächsten Tag kassieren. So. Na Gülle haben wir nichts. Ja, wo die nun genau sind, das muss man mal gucken. Tja, das weiß ich nicht. Wo meine Gülle ist. Genau mit Mist. Mist steht da voll. Wenn das Ding voll ist, ne? Ja, dann muss ich ja irgendwo sein, ne? Ich kann mir jetzt die Mühe machen und jeden Misthaufen abklappern auf der Karte. Wäre mir aber zu aufwendig. Weil irgendwie gehören die Dinger ja nicht. Von daher kann ich auch nichts machen. Kühe würde ich in Zukunft umstallen auf Feld Nummer 47. Und zwar ist da eh ein Kuhstall mit Milchproduktion. Und zwar, deswegen habe ich auch 47 so schön angenommen. Und zwar hier Hof Nummer 4, glaube ich. 4. Muss zu 4 sein. Denn hier ist alles für Kühe bereit. Hier werden sie freuen. Aber hier sehe ich auch keine Milch. Oder hier Schafe. Können auch Schafe sein. Wo Schafe kann kein Mist haben, ne? Muss man dazu sagen. Ne? Ah, hier ist die Milch. Hier ist kein Wasser drin, von Regen. So, also hier wäre ein Stall, wo man sagen könnte, ist alles da. Auch die Milch. Dann könnte man hier gleich die Silage erfahren. Und hier wäre auch ein Silo für andere Teile. Ne? Auch BGH. Passt eh. Unterstände, eine Garage, hier wohnt sogar jemand.
Nur Personal, genau. Die haben Deckel. Aber das ist jetzt Kühe nicht so wichtig, weil Kühe geben erst in einem Jahr Milch. Und das wäre Hof 4, glaube ich. Ja, nicht mal teuer. Gut, die Arbeit, aber das ist unsere Planung für die Zukunft. Und da müssen wir erstmal Erde verkaufen. Ein bisschen verkaufen. Ja, ist auch bei. Enges Feld, das funktioniert eigentlich, man muss nur ständig aufpassen. Da sind Bäume von Nachteil. Oder andere Hindernisse. Sobald wir erst mal Stroh ernten, also Getreide ernten, haben wir auch Strohleine, dann werden wir ein paar Ballen sammeln. Dann brauchen wir noch ein Ballenlager, nutzt all nichts. Also die ganzen Ballen müssen in ein Lager eingebracht werden. Sonst ist beim Regen alles im Arsch. Das gleiche gilt auch für Heu. Heu können wir eigentlich bald machen. Die Wiese ist gut. Aber zur Zeit ja. Ist das Wetter für Heu nicht günstig. Also es wird wieder Regen und Trockenzeit ist echt ungünstig. Also Finger weg von Heu. Aktuell jedenfalls. Wir überlegen, wo die Ballen erstmal provisorisch abstellen, weil die will ich hier reinfahren. Das heißt, da wo der Radlader steht, wäre ein Platz dafür. Tag, Mu. Hier mal rein. Der Mist auch noch nicht voll. Aber gut. Das kann ein Fehler sein. Sehr wahrscheinlich sogar. Also mal hier abstellen. So. Schau mal. Also die Heuballen standen ja im Regen. Das war eigentlich ungünstig. Darum oh. Cool. Naja, als kratzt. Nee. Oh, trinken wir ganz kurz. Tee kochen her. Gut, Geräusch wird gut sein. So auch. Schlimm.
die Woche. Wenn wir, aber Krankheit ist auch blöd. So. Jetzt brauchen wir hier mal Licht. Da ist Licht. Licht muss her. Und zwar helles Licht. Aber nicht. Halle, Halle, Halle. Aber einzig mögen Dunkelheit. Na ja, gut, muss ich andere Richtung fahren. Machen wir halt zwei. Junge, ich dreh auch gleich durch. Ist ja richtig bombastisch. Zwei Bäume. Ach, Jesus. Klappen lassen. Das ist ja furchtbar. War das so vorgesehen? Das ist eine schlechte Lösung. Ja, das war vorgesehen. Ups. Ja, das ist ja. Ne. Gut, das Feld ist schlecht. Für Kurzplay. Lieber diesen Modus mag er nicht. Ist auf Leib und so viel ist, so viel erwartet für Crossplay, dass er das hinkriegt. Aber gut. Es war ein Versuch wert. Reisen fahren da oben. Nee, nee, nee.
gewisse Dinge immer noch nicht verstehen. Ist hier auch nicht richtig. Es wird noch dunkel, also blöder hier. Er muss nur ein paar Prozent schaffen. Das heißt, noch 45%. Da war schon gearbeitet. Normal die Runde fahren müssen wir nicht machen. Jetzt immer anfangen mit hoch runter. Pfeile gehen zu mir, ne? Ne? Fangen wir hier vorne an, am Lang. Dreht auch im Kreis. Aber noch nicht. Also enges Feld ist ungünstig. Wenn wir da so unnötig unseren Sack verbraucht, ist das schlecht, ne? Denkt man, der hoch runter geht dann leichter, Anführungszeichen. Wie gesagt, mit dem Problem ist meistens mit den scharfen Anfang und Ende, ist immer blöd. Der Bruder, der zweite. Speichern ist gut. Na gut, immer was faul. Wird bald die erste Meldung kommen. Bleiben wir gleich hier. Da haben wir aktuell nicht mehr. Nur noch 45%. So ist er uns gedacht. Hat er schon gearbeitet? Die Frage ist ja nur. Wo macht er weiter? Misthaufen ist voll, ja.
So, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Wie es ausgeht, das sehen wir morgen. Dann sagt mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.